Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Jürgen Westphals Facebook-Wohnzimmershow und jetzt geht's los. Hallo, mein Kollege und Freund Nero Brandenburg aus Berlin hat mir gestern gesagt, Jürgen, du musst in die Kamera sehen, weil das sieht immer so aus, als ob du dran vorbeiguckst. Hat er ja vielleicht recht. April gibt mir auch recht. Wir haben einen neuen Genossen hier, den Raben, den Raben. Weil mir doch die Vögelchen immer so gut gefallen, habe ich gesagt, jetzt bringe ich einen Raben mit in die Sendung. Und bevor ich es vergesse, ja, ein Rabe, aber den Raben, den müssen wir auch noch taufen, der hat noch keinen Namen. Ja. Oh, und April ist ganz begeistert, weil sie hat den Raben gehört. Also hier, April, du darfst auch wieder rein. Ist alles kein Problem. Wir haben ja Platz für alles. Mein erster Gruß heute, der geht an Rudi Blätter in der Schweiz, der momentan krank im Bett liegt mit einem Rückenleiden. Also ich bin ganz sicher, Rudi, das wird alles wieder gut und besser. Das Fronnenberger Blatt ist heute gar nicht gekommen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also das liegt wahrscheinlich an dem Sturm und damit erstmal beim Wetterbericht. Hier Temperaturen um den Gefrierpunkt, minus 2 Grad waren es gerade. Und natürlich, der Schnee ist liegen geblieben, da ist nicht viel geschmolzen. Autofahrer, Vorsicht, all das ist nicht so angenehm. Ja, jetzt kommt das, auf was alle warten. Natürlich, alle warten auf den Gruß der Geburtstagskinder. Das will ich jetzt zuerst mal machen. Liebe Geburtstagskinder des Tages, alles Liebe, alles Gute für euch. Lasst euch feiern und das Beste und bleibt gesund. Das ist immer das Wichtigste und macht euch einen schönen Tag. Und das ist ja auch noch ganz gut so. Kurz vor Weihnachten mit dem Geburtstag, da kann man ja gleich doppelt sich was wünschen. Einmal zum Geburtstag, einmal zu Weihnachten. Ja, wenn man direkt auf Weihnachten hat, dann ist das schon etwas schlechter. So, ich habe gesagt, heute geht's los mit der großen Taufe unseres Huhns, was wir ja jetzt Elvira genannt haben. Wir haben uns ja darauf geeinigt, auf Elvira, und ich habe ja meine Nachbarin gebeten, doch zu kommen. Und hier ist sie nun, hier ist Mary. So, guten Morgen, Mary. Nee, du musst erstmal nach Hause gehen. Mach dich mal zurecht. So geht das. So kannst du hier nie bleiben. Das ist ja ein Ding. Nein, das ist ja ganz furchtbar. Das Wildschwein Mary. Nein. Ah, oi, da geht heute Morgen, geht das aber ganz schnell hier, gänzlich. Guten Morgen, Mary. Guten Morgen, Jürgen. Ja, und wen grüßen wir alles? Unsere Chatfreunde, die abends jetzt immer so nett mit uns chatten. Mary hilft mir ja dabei. Wo hast denn deine Amber? Da ist deine Amber. Die wolltest du auch noch zeigen? Für Peter muss einmal die Amber gezeigt werden. Also, das ist Amber. Das ist April. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, wer von uns denn besser aussieht. Ne? Also, das haben wir alles hinter uns. Und einen Raben, einen neuen Raben haben wir auch. Zusätzlich zu Chrissy. Chrissy, der ist ja bereits getauft. Und ganz begehrt bei uns ist übrigens Bersoli. Bersoli, der Weihnachtshund, der wird von allen Hunden gerne genommen, weil der nämlich auch Töne von sich gibt. Ja, so, hier verrutscht mir schon vor lauter Schreck alles. Wie konntest du mich auch so erschrecken mit deiner Wildschweinmaske? Also, musste sein. Ja, gut. Also, wir schreiben jetzt erstmal zur Taufe unserer kleinen Esmeralda. Das setzt aber voraus, dass wir die kleine Esmeralda auch finden. Hier ist schon mal die große Esmeralda. Wo ist denn unsere kleine? Wir müssen erstmal die kleine Esmeralda suchen. Die kleine Esmeralda ist hier. Kleine Esmeralda ist hier. April auf dem Schoß. Also jetzt machen wir Folgendes. Ein Taufbecken haben wir natürlich auch. Und die Esmeralda. Du musst jetzt die Esmeralda halten. Oder aber, du bist ja die Alkoholspezialistin. Du wirst jetzt Hat die... sich umgesprochen? Er hat sich rumgesprochen. Du wirst jetzt die Esmeralda taufen. Einmal über den Schnabel. Nein, über den Kamm. So. So. Und damit, hoffentlich hat das jetzt jeder gesehen, ist die Esmeralda getauft. Ganz unüblich übrigens für ein Suppenhuhn, für ein kleines kommendes Suppenhuhn. Sie ist jetzt getauft mit Rotwein. Und hier ist jetzt auch noch Eva. Die wollte auch die ganze Zeit schon hoch. Also Eva, du auch noch. Jetzt haben wir dann mittlerweile 3 Hunde hier, 5 Stofftiere. Und man muss sagen, es geht uns gut dabei. Nicht wahr? So, wie viel Zeit haben wir noch?
Müssen wir auch noch kontrollieren. Ja, uns bleibt noch ein bisschen Zeit. Worüber wollen wir uns unterhalten? Über den Chat. Über den Chat. Geht alles ganz gesittet zu. Und jetzt weiß man wenigstens, uns gibt es, wir sind real. Das ist ja das ganz ist wichtig. Ne? Und hast du eigentlich Wetten, das gesehen, als es abgebrochen wurde? Das habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ich bin ja wieder auf der Couch eingeschlafen dabei. Also nicht vor Wetten, das. Ich habe ja Donna Leon geguckt. Nee, das war Zufall, dass wir darüber geschaltet haben. Ich habe es leider nicht gesehen, aber das konnte man natürlich alles nachlesen. Auch nachgelesen habe ich heute in der Bild-Zeitung. Also die machen ja immer noch mit dem Wetten, das Ding auf. Vielleicht auch, weil es viele bewegt hat. Das ist auch in Ordnung. Aber ich habe natürlich auch gelesen, Sarah Kern fuhr zu ihrer Verlobung und musste dann feststellen, dass diese Verlobung nicht mehr stattfand, weil ihr Verlobter per Fax diese Verlobung gekündigt hat. Fand ich ungeheuer spektakulär. Da fährst du zu deiner Verlobung und stellst dann fest, der Verlobte hat sich gerade vom Acker gemacht. Zudem hatte sie auch noch das Pech, dass die Drogenfahnder wohl bei ihr zu Hause waren und ein leichter Schneeverdacht vorlag. Ja, also ich meine, wir haben ja alle im Moment Schnee vorm Haus, aber Sarah Kern hatte das vielleicht auch noch im Haus. Das war also das Spektakuläre des Tages. Jetzt habt ihr alle mal Mary gesehen, wenn sie sich geschminkt hat. Ne? Ihr habt es ja auch gesehen, wie sie ungeschminkt war. Unser Huhn ist getauft. Was bleibt uns heute noch zu wünschen? Wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute. Hier noch einmal Eva. Und hier noch einmal April. Und ihr habt gesehen, wir haben jetzt auch noch einen Raben. Dieser Rabe, der kommt dann morgen nochmal zu uns, zu euch. Und dann können wir uns auch noch einen Namen für den Raben überlegen. Obwohl ich immer bei Raben dazu tendiere, wenn er denn wiederkommt, dass die Rudi heißen. Ne, Ruhr die Blätter, nicht böse sein. Außerdem noch weitere Grüße in die Schweiz an Christian Müller und Co. und zum Beispiel auch an Regina Huggenberger. Und damit habe ich heute alle meine Schweizer gegrüßt. Morgen sind die Österreicher dran. Alles Liebe, alles Gute. Bis morgen, Nero. Ich gucke jetzt in die Kamera. Guck mal. Oder ich schiele. Bis morgen. Tschüss.